überall, wo es Digitalisierung gibt, ist man ja im System drin. Also man kommt ja gar nicht raus. Und das wird ja hier dann eher so als Horrorvision dann wahrgenommen. Aber ich glaube, dass wir mit dieser Angst, diese German Angst, die ja so bekannt ist, dass wir da uns halt selber blockieren. Wir gestalten es halt nicht mehr. Was ich ja so ein bisschen lustig finde, ist, dass die alten Werte der 68er jetzt eigentlich zum Zuge kommen und die alten 68er sich aber so schwer tun, diese Netzwerke selber mitzugestalten. Weil sie hatten, also das würden die auch, glaube ich, gar nicht so realisieren, dass ihre Werte sich da jetzt wiederfinden. Meine Generation, sagen wir mal, plus minus 10 Jahre. Das sind ja, ist ja eigentlich die Altersschicht, die im Moment die Gesellschaft maßgeblich beeinflussen müsste, maßgeblich voranbringen müsste. Und was ich sehe in meinem Umfeld, in meiner Altersklasse, ist so ein Rückzug auch aus diesem Netz, überhaupt gar nicht, was heißt Rückzug, man ist noch gar nicht mal reingegangen richtig, und hofft noch so ein bisschen darauf, dass man quasi nach dem alten Modell sich noch irgendwie so bis zur Rente hinhangeln kann. Und gestaltet das, und dann sind wir wieder da, ne? Kann das dadurch nicht mitgestalten. Man versteht überhaupt gar nicht, was da irgendwie an Vernetzung passiert, was im Moment auch irgendwie diese gesamte Gesellschaft transformiert. Weil das kommt alles aus dem Netz. Also diese Kulturpraktiken, die wir einüben, während wir im Netz aktiv einfach Netzwerkarbeit betreiben, diese Kulturpraktiken tragen wir ja auch in unsere reale Welt mit rein. Und dadurch suppt die quasi in diese lokale Welt, in die lokale Kultur auch rein. Der Eigentumsbegriff ist ja eigentlich so ein emanzipatives Moment gewesen gegen den Adel und gegen die Kirche, um sich irgendwie damit irgendwie Leute, die sich selber was geschaffen haben, dass sie das besitzen können und nicht abgeben müssen. So, und dann irgendwie kamen die Künstler, dann kamen die ganzen geistigen Arbeiten, haben gesagt, ne, geistiges Eigentum ist irgendwie, ist auch ein Wert, ne? Ihr könnt nicht, die Unternehmer können nicht alles von uns einfach übernehmen, damit selber Werte schaffen und uns gehört dann nichts. Also kam geistiges Eigentum dazu, ist auch ein emanzipativer Wert. Und jetzt sind wir an der Position, dass wir diese geistige Eigentum, das ans Individuum geknüpft ist, nicht mehr, dass es irgendwie durch diese Wissensstrukturen, dadurch, dass wir uns in Netzwerken bewegen, dass wir uns auch dauernd austauschen, ist das Wissen ja gar nicht mehr an eine Person irgendwie zu knüpfen. Ich kann das nicht mehr an eine Person knüpfen. Also insofern, dieses geistige Eigentum ist ein geistiges Eigentum des Kollektivs. So, und dieses Denken zu verstehen und eben nicht darauf zu beharren, ja, aber ich habe hier irgendwie Tantiem, ich kriege hier 90 Euro für irgendwas. Ich kann es verstehen, weil es gibt andere, die Kapital damit machen. Aber das ist halt dieses alte Ding, was wir zerschlagen müssen. Ich weiß nicht, wie es am Schluss aussehen soll, aber es muss zerschlagen werden. Weil das hemmt. Das ist meine Generation, die so denkt, die diese alten Werte massiv verteidigt, weil sie halt in der Zwischenzeit diese Mittelschicht darstellt. Also aus der Kultur, aus der ich jetzt so mich bewege. Und die ein Problem damit hat, mit der Realität der Netzwerkgesellschaft, die so ganz andere Werte da praktiziert. Einfach so, und dann scheren die das einfach. Ja, irgendwie, jetzt irgendwie kommt, wo ist denn mein, es ist ja auch, also, unsere Gesellschaft ist ja nicht so organisiert, dass dann irgendwie was abfallen würde für mich, sondern ich bleib ja dann davor stehen, wenn ich mich da nicht reinbegebe und das mitgestalte. Und ich weiß, also wir müssen da wirklich massiv, und das ist mein großes Problem, was ich auch im Bildungsbereich sehe, warum ich es auch so schwierig finde, wenn Bildung immer an die Schule und die Hochschule geknüpft ist, an die nächste Generation. Wir machen uns immer Gedanken, dass die nächste Generation sich für die Welt quasi irgendwie vorbereitet. Aber das Problem im Moment in der Bildung sind wir. Das ist meine Generation. Das ist das größte Problem. Und ich glaube, da müssen wir ran. Wissen ist ja eigentlich nichts anderes als erfahrungsgesättigte Information. Und wenn wir uns in einem heterogenen Netzwerk bewegen, dann kriegen wir ganz viele Erfahrungen. Und dieses Wissen reichert sich dadurch an. Und es ist aber auch temporär, es ist fluid, weil die Welt ja so schnell dreht. Wissensvermittlung ist ja immer ein statischer Prozess. Das kommt aus der alten Welt, ne? Das ist der alte Buchdruck, ne? Also wir bringen irgendwas erstmal in Passung und verkaufen das, vermitteln das. Das ist Kulturgutindustrie. Und dann reiche ich das rüber
Und man selber liest es und dann hat man, aha, diesen Kenntnisstand, ne, den dieser Mensch irgendwann, bevor das gedruckt wurde, irgendwie sich selber erarbeitet hatte. Aber heute läuft es ja ganz anders. Es kann ja ganz anders laufen durch die digitale Vermittlung. Und deshalb sind diese Netzwerke wichtig, dass es ganz schnell ausgetauscht wird. Deshalb muss ich rein in die Netzwerke. Ich muss mir selber ein Netzwerk aufbauen mit Leuten, die dieses Wissen austauschen, was für mich relevant ist, ja, sei es für den Beruf, sei es für die Freizeitgestalt, fürs Hobby, für was auch immer. Und deshalb ist es wichtig, sich selber als Netzwerkknoten auch zu sehen und das zu verstehen und zu vergegenwärtigen, wie Netzwerke funktionieren, wie die Netzwerkgesellschaft funktioniert. Dass ich mich selber dazu qualifiziere, weil die anderen werden ja auch nur sich mit mir austauschen wollen, wenn ich da irgendwie einen qualitativen Beitrag leisten kann. Weil Netzwerke sind so organisiert, die sind so fluid, die nehmen nur die Leute auf, die halt wirklich da was beitragen können. Und sei es, das kann ein ganz kleiner Beitrag sein, aber das reicht irgendwie, um anerkannt zu sein, um da irgendwie auch dazu zu gehören. Und das muss man begreifen und das wäre eigentlich meines Erachtens die Aufgabe des Bildungssystems, da schon ganz frühzeitig anzufangen, Menschen dahin zu bringen, sie zu unterstützen, diese Netzwerke selber aufbauen zu können. Also nicht im Sinne vom klassischen Vitamin B, wen muss ich kennen irgendwie, sondern dieses Denken in Netzwerken zu verstehen.